Heute kamen zwei US-Konjunkturdaten, die einmal mehr zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den USA eigentlich bei 100% liegt. Und warum erzähle ich Ihnen das? Nun, weil das für die Märkte relevant ist, denn in einer Rezession stellt sich die Bewertungsfrage, sind die Märkte wirklich richtig bepreist, wenn das kommt, was die Finanzgeschichte jetzt mit ja geradezu 100%iger Wahrscheinlichkeit zeigte, dann gibt es ein Mismatch, wie man im amerikanischen Basketball sagt, zwischen den Bewertungen eben vor allem der Aktienmärkte an der Wall Street und den realen Gegebenheiten der Wirtschaft. Und diese Geschichte wollen wir uns einmal ein bisschen anschauen. Wir hatten heute den Philadelphia Fed Index, Manufacturing Index, also das Gewerbe aus der Großregion Philadelphia mit 31,3, der schlechteste Wert seit der Finanzkrise jenseits der Corona-Zeit, also des Hochpunkts von Corona. Da ist das noch stärker abgestürzt, klar, weil da war nichts los. Das ist jetzt das achte Mal, dass dieser Philadelphia Fed Index negativ ist, also unter Null hantiert. Wir sehen, dass die Preise fallen. Das ist für die Fed vielleicht eine gute Nachricht, aber vor allem gibt es einen Unterschied zwischen den Prices Paid und den Prices Received. Das heißt, die Prices Paid, die gezahlten Preise der Unternehmen, liegen höher nach wie vor als die bekommenen Preise, also als die erhaltenen Preise. Und das deutet darauf hin, dass die Margen der Unternehmen schlechter werden. Wir sehen hier rechts Current Activity und Future Activity. Da so ein kleiner Zacker nach dem Absturz wieder nach oben. Das kann vielleicht ein bisschen Hoffnung geben, aber jedes Mal, wenn der Philadelphia Fed Index unter 25, minus 25 gefallen ist, dann hatten wir zu 100% eine Rezession, diese Daten seit 1970. Und ein noch zuverlässigerer Indikator ist der sogenannte Conference Board Lie Index, also Frühindikatoren. Die sind sehr, sehr breit gefasst und umfassen, anders als jetzt etwa nur die Region Philadelphia, eben die gesamte USA. Und wir sehen hier dieser Absturz dieser Frühindikatoren. Wir sind jetzt mit minus 7 dabei. Jedes Mal in den letzten mehr als 40 Jahren, wenn dieser Indikator, wie Alf hier zeigt, unter die Nullermarke gefallen ist und zwei Monate da bleibt, dann sind wir in einer Rezession. 100% Hitrate, also 100% Trefferwahrscheinlichkeit, und darauf basiert auch die Aussage hier von Diego Fasnacht, der sagt, wir sind jetzt so tief gefallen, dass eigentlich eine Rezession gar nicht mehr zu vermeiden ist. Das Einzige, was einen positiven Beitrag für diesen Index geleistet hat, das sind die Aktienkurse. Also die Wall Street, die nach wie vor ein bisschen weiterspielen will, und die Auftragseingänge der Hersteller von Konsumgütern und Materialien. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, und jetzt hatten wir heute dann auch noch Daten vom Immobilienmarkt, die Verkäufe bestehender Häuser. Das sind eigentlich die wichtigsten Immobiliendaten, weil die so an die 80% aller Immobilientransaktionen letztendlich umfassen. Und wir sehen heute aus den Daten einen Preisfall im Vergleich zum Vormonat von 0,9%. Das klingt erstmal nicht viel, aber zum Vormonat ist das eine Menge. Das ist der größte Rückgang seit Januar 2012, und auch die New Home Listings sind um 23,3% gefallen. Das ist eigentlich der schlechteste Wert jenseits von Extremsituationen, den wir gesehen haben. Und hier sehen wir mal die verschiedenen Entwicklungen der Preise in den verschiedenen amerikanischen Großstädten. Da geht es relativ unisono nach unten, in einigen Regionen noch, in einigen Regionen noch stärker als in anderen. Und das wirklich Absurde an der ganzen Geschichte ist, dass die Homebuilder-Aktien, also die Hausbauer-Aktien in den USA, ein 52 Wochen hoch erreicht haben, also so hoch stehen wie seit einem Jahr nicht mehr, und fast sogar auf Allzeithoch sind. Da fehlt nicht mehr viel, also irgendwer liegt hier komplett falsch. Vielleicht sagen sich die Investoren hier, naja, wir antizipieren, dass die Fed dann irgendwann die Zinsen senken wird, und dann können sich vielleicht die Leute auch wieder Häuser leisten. Aber warum sollte die Fed die Zinsen senken, wenn nicht eine Rezession kommt? Und wenn eine Rezession kommt, dann werden mehr arbeitslos, mehr Menschen
Und die wiederum können dann sich kein Haus leisten, beziehungsweise bekommen von der Bank keinen Kredit. Und wie stark diese Rezessionswahrscheinlichkeit ist, das sieht man etwa so aus Daten aus Vietnam, dessen wichtigstes Exportgut inzwischen Smartphones sind. Wir sehen das aus Zahlen aus Südkorea, wir sehen das vor allem aus Zahlen von Taiwan. Hier sind die Exporte insgesamt, aber vor allem die Chip-Exporte, so stark jetzt kollabiert in den letzten Monaten wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Und auf der anderen Seite haben wir etwa Aktien wie Apple, die ja letztendlich beliefert werden aus Taiwan und anderen Regionen in Asien, die wirklich gut dastehen noch. Das ist aus meiner Sicht eben auch eine Diskrepanz, die nicht zusammenpasst. Das Ganze wird dann durch Zahlen heute etwa von Nokia nochmal unterstrichen, die heute gesagt haben, wir sehen jetzt schon deutliche Abkühlung der Nachfrage eben im Consumer Spending, also in den Konsumausgaben. Und Anfang der Woche hat ja auch Ericsson gewarnt, dass die Geschichte schwierig wird, dass die Margen unter Druck kommen werden. Die einzigen, die das nicht sehen wollen, das ist die US-Notenbank, hier in Gestalt von John Williams, dem New York Fed-Chef, der gesagt hat, ja, es gibt natürlich aufgrund des Bankenstresses, aufgrund der Bankenkrise Abwärtsrisiken hier für die Wirtschaft. Aber es gibt auch viele Faktoren, die uns sagen, dass es der Wirtschaft besser geht und die Dinge auf der Oberseite überraschen könnten. Also zumindest die Datenbasis, die historische Datenbasis gibt das nicht her. Es müsste also ein Wunder passieren. Vielleicht kann dieses Wunder geschehen, weil noch durch diese Stimulusmaßnahmen irgendwie so viel Geld im System ist, dass sich das Ganze ein bisschen verzögert. Aber das Grundproblem ist, wie hier ein Analyst auf den Punkt bringt, diese paradoxe Situation, wenn die Fed die Zinsen nicht senkt, weil eben die Inflation hoch bleibt, dann ist das nicht wirklich gut für die Märkte, weil eben dann die Zinsen hoch bleiben, Geld damit teuer ist und dieser ganze Rattenschwanz, der dran hängt. Aber wenn sie die Zinsen senkt, dann haben wir eine Rezession und das kann auch nicht gut für die Aktienmärkte sein, eigentlich für die Gewinne und Umsätze und Margen der Unternehmen. Und so hier ein Aufruf heute, über den ich mich sehr amüsiert habe. Hier sucht jemand von einer professionellen Fondsgesellschaft jemanden, der bereit ist, hier diese extrem hohen Bewertungen an den US-Aktienmärkten, gerade bei größeren Tech-Werten, mal zu erklären. Wer sich da meldet, bitte kommt vorbei. Wir würden gerne mal von jemandem erfahren, wie das begründbar ist. Aber gut, die Herde sagt sich, wir wollen nichts begründen, wir wollen nur gierig sein. Und das Erstaunliche ist ja auch, wenn man hier in die Finanzgeschichte zurückguckt, der S&P 500 hat noch nie einen Boden gemacht, bevor eine Rezession beginnt. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht gerade gering, dass eine Rezession beginnt. Und derzeit haben wir so eine Art Rattenrennen zwischen den Märkten und eben der Fed. Denn wenn die Financial Conditions sich durch steigende Aktienmärkte immer mehr lockern, dann hat die Fed natürlich ein Problem, weil diese Lockerung der Finanzkonditionen letztendlich die Nachfrage schürt. Nachfrage wiederum erzeugt latent Preisauftriebe, also Inflation. Dagegen muss die Fed vorgehen. Und dementsprechend sehen wir, dass die Fed Fund Futures auf diese gelockerten Financial Conditions reagieren und eben den Hochpunkt der Zinsen, die Terminal Rate, immer weiter nach oben schieben. Aber die Frage nochmal der Bewertung hier etwa Nasdaq, Price-Earnings Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis in Relation zu den Realrenditen. Und da sehen wir, da sind wir etwa 25% überbewertet. Und das ist ja immer meine These. Ich erwarte nicht einen Crash, aber ich erwarte, dass die Aktienmärkte an der Wall Street sich anpassen werden müssen an die wirtschaftlichen Realitäten. Und es wäre ein Fall von 20-25% kein Crash, aber eben ein herber Einbruch. Und dann wahrscheinlich das komplette Umsteuern der Fed mit einem Crack-Up-Boom, der sich gewaschen hat. Wie sind die Konsumenten aufgestellt? Hier Thorsten Swock, ehemaliger Deutschbanker, jetzt bei Apollo, sagt, naja, eigentlich sind die doch gar nicht so schlecht drauf, wenn jetzt die Rezession kommt, denn die Household Leverage, also die Schuldenhebelung, die sei etwa auf den Niveaus Anfang der 1980er Jahre. Hier rechts sehen wir mal eine Grafik hier von Bloomberg. Die Geldmenge M2, die kollabiert geradezu. Die hat sich so stark ausgeweitet mit den Corona-Maßnahmen wie nie zuvor. Und jetzt kollabiert sie wie nie zuvor.
25% des BIPs ist die Geldmenge während Corona gestiegen in den USA und dieses Geld wabert vielleicht noch irgendwie im System und verzögert diese ganze Geschichte, die eigentlich kommen muss. Und warum halten sich die Aktienmärkte gut? Weil vor allem alle Welt in Tech ist. Tech ist der mit Abstand most crowded trade, also der Trade, wo alle drin sind und das eben bei diesen Bewertungen, die sehr, sehr sportlich ist. Zweiter Punkt ist dann, oder zweit most crowded trade ist short US Banks. Die sind dagegen jetzt relativ gut gelaufen und nicht gut gelaufen heute Tesla um und bei 8% im Minus. Es hat jede Menge Price Cuts gegeben, also Abstufungen, wenn man so will. Die Kursziele wurden gesenkt von der Deutschen Bank über Morgan Stanley, über JP Morgan. Die haben jetzt ein Kursziel von $115. Da habe ich eine gewisse Sympathie, aber auch Citigroup, wie sie alle heißen, haben abgestuft. Das Problem bei Tesla sind die Margen und wenn man die Preise weiter senkt, was man ja im April getan hat, die Zahlen, die Tesla gestern berichtet hat, waren ja aus dem ersten Quartal, also die Margen werden noch schlechter werden, weil man nach diesem ersten Quartal weiter die Preise senken wird. Man hofft oder gesenkt hat, Tesla hofft, damit die Konkurrenz aus dem Feld zu schlagen, aber das wird ein schwieriges Unterfangen. Wie ist die Stimmung an den Märkten? Wir sehen heute die frischen Daten der Privatinvestoren links oben. 27,2% bullish, etwas mehr als letzte Woche, etwas weniger neutrale, und ein Ticken mehr Bären. Aber gucken wir uns mal die NAAIM-Number an, also das, was praktisch Profi-Investoren allokiert haben an den Märkten, die Exposure, die im der Investitionsgrad bei 78,26%. Das ist jetzt so einer der höheren Stände in den oder seit 2022 und der Fear and Greed Index bei 65 auch im Gier-Bereich. Und viele argumentieren ja, es ist doch so viel Geld an der Seitenlinie, das nur darauf wartet, in die Aktienmärkte zu springen. Hier nochmal Diego Fastnacht, der diesen Mythos, den ich versuchte schon mit einem Markeflüster vorgestern zu widerlegen, der das auch nochmal ganz klar zeigt. Wir haben nicht viel in Cash. Die Investoren sind sehr, sehr gut investiert. Das gilt vor allem für die Privatinvestoren, weniger für die etwa von der Bank of America befragten Großinvestoren. Aber es ist jetzt nicht so, dass keiner bei dieser ganzen Geschichte dabei ist. Einer der Hypes, die wir gesehen haben, ist ja diese künstliche Intelligenz, KI, Nvidia als Stichwort. Jetzt BuzzFeed, eine Nachrichtenseite aus den USA, die im Februar, Anfang oder Ende Januar, Anfang Februar massiv gestiegen ist. Die Aktie des Unternehmens hat, glaube ich, fast 100% an einem Tag zugelegt, weil sie gesagt haben, wir werden ChatGPT irgendwie nutzen. Wow, super, künstliche Intelligenz, das wird alles ändern. Bums, nach oben. Jetzt sagt man, dass man praktisch sein Business aufgeben wird und die 180 Angestellten entlassen wird. Also das wird nicht der letzte KI-Hype sein, der dann letztendlich zerbröselt. Abschließend, meine Damen und Herren, in Sachen USA noch hier, diese ganze Debt-Ceiling-Geschichte, also die Schuldenobergrenze-Geschichte, die kommt jetzt immer mehr in den Fokus. BlackRock mit einer Warnung, das kann ein Desaster werden. Wir sehen, dass die Steuereinnahmen jetzt 29% niedriger sind in den USA als im Vorjahr. Und JP Morgan erwartet, dass jetzt diese ganze Geschichte wirklich schon heiß wird im Mai. Heute dann hat sich schon Manchin von den Demokraten positiv über den Vorschlag der Republikaner unter McCarthy geäußert und gesagt hat, ja, wenigstens machen die einen Vorschlag. Biden sagt ja, nö, wir diskutieren nicht mal über diese ganze Geschichte. Also das zeigt, dass selbst innerhalb der Demokraten eine gewisse Uneinigkeit herrscht. Manchin ja eher auf der rechten Seite der Demokraten, aber natürlich auch bei den Republikanern. Die Dinge so gespalten sind, dass nicht mal klar ist, ob McCarthy diesen ganzen Vorschlag überhaupt durchbringt. Eher wahrscheinlich nicht. Und jetzt wirklich abschließend nochmal in Richtung Eurozone und Deutschland. Hier Uneinigkeit bei der EZB. Lagarde sagt, wir haben noch ein kleines Stück Weg zu gehen bei der Inflationsbekämpfung. Andere sagen ganz klar, wir müssen 0,5 anheben. Der Italiener Visco dagegen als Vertreter der Südländer sagt, naja, das Risiko ist doch zu groß, jetzt zu viel zu machen, als zu wenig zu machen. Also diese Spaltung zwischen Nordländern und Südländern, die dauert an. Und gespalten auch die deutsche Öffentlichkeit wohl.
Wir haben hier jetzt wahrscheinlich das letzte Unternehmen in Deutschland, das Silizium produziert, was ja auch für erneuerbare Energien sehr wichtig ist. Das dürfte jetzt den Betrieb einstellen, weil die Stromkosten schlichtweg zu hoch sind. Die Grünen haben unter dem Staatssekretär im Wirtschaftsministerium damit überhaupt keine Probleme. Der hat ja gesagt, ach, dann sollen sie doch gehen. Der Staat dagegen, der ja sonst uns vorschreibt, welche Heizungen wir einbauen sollen, der ist bei seinen eigenen Gebäuden jetzt nicht so klimaorientiert, könnte man sagen. Etwa die Bundeswehr hat gar keine Regeln. Andere öffentliche Gebäude bekommen Ausnahmeregelungen, Extrawürste sozusagen. Und wie Ricarda Lang gesagt hat, auch einer meiner absoluten Lieblinge, wir nehmen Milliarden in die Hand, um Menschen auf dem Weg zu sauberer und sozialer gerechter Wärmeversorgung finanziell zu unterstützen, bla bla bla. Faktisch ziehen sie Milliarden aus unseren Taschen, um sie dann hintenrum uns wieder zu geben. Also es ist ein Trauerspiel, meine Damen und Herren. Wenn es nicht so traurig wäre, müsste man drüber lachen. Abschließend zwei Empfehlungen. Taiwan, Chip-Exporte kollabieren. Da nochmal die Zusammenhänge, die, glaube ich, sehr, sehr relevant sind. Apple meldet, glaube ich, am 4. Mai oder irgendwie so die Zahlen. Und das könnte ein wunderbarer Vorgriff darauf sein, wie die Lage wirklich ist. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung. Wenn Sie ein wirklich sehr, sehr gutes Gesamtbild der Märkte erhalten wollen, dann empfehle ich Ihnen das Video von André Starke über die Märkte, über Schulden, über Inflation und über Zinsen. Da ist alles dabei. Absolute Substanz von A bis Z. Also zwei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.